Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Wir haben heute ein tolles Thema herausgesucht, und zwar die Flexibilität der Sohlen oder wie weich müssen Sohlen sein, damit Kinder gut laufen können. Wir räumen auch mal mit einem kleinen Irrtum auf, der hier bei uns fast tagtäglich zur Sprache kommt. Und wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, Freunde des Schuhwidu-YouTube-Kanals. Ein tolles Thema wartet heute wieder auf euch und auf alle Interessierten, die sich für Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Und zwar, wie weich müssen Sohlen sein? Wie hart dürfen Sohlen sein? Was ist der Unterschied? Und warum sind dann solche weichen Sohlen trotzdem noch keine Barfußsohlen? Also, spannendes Ding, und ich denke mal, wir fangen gleich mal an. Wir haben ja in den letzten Wochen schon einige Videos abgedreht, die das Thema Barfußschuhe, Barfußsohlen beinhalten. Und dabei sind natürlich auch, ich sag mal, recht große Vorzüge der Barfußschuhe schon zur Sprache gekommen. Also, wir haben die Sohlen behandelt, wir haben die Bestandteile eines Barfußschuhs behandelt. Natürlich die Vorzüge, Nachteile gibt es da eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommen wir doch wieder mal zum klassischen Kinderschuh zurück. Klassische Kinderschuhe sind eben halt die, die nicht nach Barfußprämissen gearbeitet sind, sondern die ist, ich sage mal jetzt, zu 70-80% trotzdem noch im Schuhhandel zu kaufen und zu erwerben sind. Und hier muss ich natürlich immer wieder sagen, wenn Kunden zu uns ins Geschäft mit reinkommen, möchten die natürlich immer als erstes einen flexiblen Schuh. Bekommen sie. Sie bekommen generell im Fachgeschäft keine Bretter. Ich sage dann immer wieder, Bretter gibt es auf dem Baumarkt, aber nicht im Kinderschuhladen. Ganz einfach, weil wir Produkte verkaufen, Modelle verkaufen von Lieferanten, die also explizit Schuhe herstellen, das eigentlich auch für einen gewissen begrenzten Markt und das natürlich unter bestimmten Prämissen machen. Dazu, ich sage, die Oberprämisse ist natürlich, ich sage mal für mich, nach einem natürlichen Obermaterial, was in erster Linie immer ein Leder ist, kann es natürlich auch jetzt mehr in die vegane Richtung gehen, mit Stoff und Wolle und Merino und was es da nicht alles gibt. Alles tolle Materialien, die man zur Ergänzung nimmt. Aber bei uns dreht es sich ja heute um die Sohle. So, und da hatte ich ja schon gesagt, es wird im Allgemeinen immer sehr schnell auf die Weichheit der Sohlen angesprochen. Ich muss natürlich immer sagen, und deswegen habe ich hier mal so eine kleine Auswahl von verschiedenen Lieferanten hier vor mir stehen. Egal, ob ich einen Gavalin nehme. Auch der hat eine weiche Sohle und ist kein ausgesprochener Barfußschuh. Ich kann den vielleicht nicht so hin und her switchen, wie ich das mit dem Barfußschuh machen würde, aber dafür ist es auch keiner. Trotzdem, er hat eine besondere Flexibilität hier in der Beugung im ersten Drittel, da wo sich auch meistens der Ballen und der vordere Zehenfuß oder Vorderfuß befindet, nicht Zehenfuß, Vorderfuß, genau. Und damit erreiche ich natürlich auch ein super schönes Abrollen. Gleichfalls, der Kickers hat auch eine weiche Sohle. Wie ich schon sagte, es gibt bei uns keine Brettchen. Egal welchen Schuh ich jetzt hier davon in die Hand nehme, ob ich einen Klassiker zum Beispiel von Frodo habe, auch ein wunderschönes Modell, was wir verkaufen, wir haben es hier mit einer weichen Sohle zu tun. Ja, hier kann ich schon auch, Sie sehen es, etwas mehr den Schuh hin und her bewegen. Also noch mehr Weichheit, noch mehr Knautschigkeit erreiche ich dadurch. Und natürlich damit einen wunderbaren Halt bei jeder Gelegenheit, egal was ich mache. Ob ich klettere, ob ich jetzt irgendwo rumbalanciere, ob ich rutschen gehe oder ob ich mich mit dem Fahrrad fortbewege. Der Schuh macht praktisch alles mit. Und es sind aber halt keine Barfußschuhe. Ein wunderschönes Modell aus der diesjährigen Kollektion von der Firma Däumling. Aber auch wieder, es sind schöne, weiche, überarbeitete Sohlen. Und das hängt mitunter daran, dass man auf die Klebetechnik verzichtet. Wir haben es also sehr viel hier mit gestrobelten Materialien oder als Machart zu tun. Und das erkennt man zum Beispiel immer daran, dass ich hier so innen drinne diese Nähte sehe.
Damit habe ich auch das, was meistens die Eltern wollen, eine herausnehmbare Innensohle, weil bei dieser Art der Schuhe wird die Sohle dann nochmal zusätzlich eingelegt und nicht eingeklebt. Wieder was gelernt dabei. Jawohl. Und auch hier dieser wunderbare Kollege von Telio. Auch ein wunderschöner, weicher Schuh, wo ich immer sage, der muss auch nicht extra eingelaufen werden. Das ist so ein weiches Leder, ähnlich wie von Girl bei den Barfußschuhen. Hier in einer etwas anderen Verarbeitung, ganz klar. Aber auch er ist kein Barfußschuh. Und darauf weisen wir die Eltern auch immer wieder im Zuge unseres Verkaufsgespräches hin. Das heißt also, wenn Sie einen Kinderschuh kaufen von einer renommierten Marke, und da schließe ich Superfit, Ricosta und Richter mal als gängige und altbekannte Kinderschuhlieferanten mit ein, auch dort können Sie sich immer auf eine weiche und flexible Sohle verlassen. Ob sie dann so soft und biegsam wie ein Barfußschuh ist, das mag dahingestellt sein, aber das ist ja auch eine ganz andere Kollektion. Die haben wieder einen ganz anderen Anspruch. Das heißt, auch hier haben wir einen ganz anderen Käufer als bei den klassischen Modellen. Damit will ich auch sagen, dass diese klassischen Schuhe durchaus nicht minderwertig sind. Sie haben manchmal an diversen Fußformen sogar eine etwas bessere Passform als die breitere Barfußvariante. Und somit haben sie auch für mich, ich sage mal als Kinderschuhtante, durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ich würde daher immer empfehlen, wenn Sie ins Geschäft gehen, sei es jetzt in die großen SB-Märkte, Discounter, wie auch immer, nehmen Sie einen Schuh in die Hand, prüfen Sie ihn und dann schauen Sie, wie Ihr Kind damit läuft. Im Allgemeinen zeigt auch schon dieses Laufverhalten, ob ein Schuh für den Fuß geeignet ist oder nicht. Und letztendlich, muss ich sagen, sind Sie als Käufer ohne Beratung natürlich keine perfekte Kinderschuhtante, aber ich denke mal, den einen oder anderen Unterschied, den würden Sie auf jeden Fall sehen, wenn Sie Ihr Kind dabei aufmerksam beobachten. So, also Fazit ist, alle Schuhe haben eine flexible Sohle. Es gibt durchaus Unterschiede in den Ansprüchen und in der Beschaffenheit, aber weich und mit dem Fuß mitgehen tun sie fast alle. In diesem Sinne, es freut mich, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Ich freue mich auch immer wieder über diverse Bemerkungen oder kleine Feedbacks, die wir bekommen. Und natürlich, ich sage mal, sofern Sie sich entscheiden, wir würden uns auch freuen, wenn Sie sagen, jawohl, das finde ich so interessant, ich möchte das jetzt immer wissen, dann schalten Sie einfach ein und betätigen diese kleine Glocke oder machen ein Likey, wie auch immer. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.